So, wir sind erneut zusammengekommen. Den Carsten kennt ihr schon aus einem der tatsächlich meistgesehenen Videos bei mir auf dem Kanal. Und zwar geht es heute wieder mal um den Bullen. Wir haben den Bullen jetzt mal aufgeschnallt. Wir würden natürlich wie immer, wenn der Carsten da ist, auch aus Respekt vor dem Moped mit einem schönen Pörnchen beginnen. Das heißt, wir stimmen uns jetzt mal ein mit dem einen oder anderen optischen Highlight von dem Roller, was noch passiert ist. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß beim Video. So, Carsten. Sag was. Was hast du alles gemacht? Also, für euch nochmal zur Orientierung. Wir hatten hier einen 38 PS Quattrini-Motor mit der Resi-Box. So ist er zuletzt hier vom Hof gegangen. Wir haben den Motor gebaut 2020 im Winter. Und auf die Straße gegangen ist er 2021. Dann bist du die ganze Saison gefahren. Ja. Wir haben immer mal wieder was gemacht. Einmal hatten wir der Wellendichtring, der undicht wurde. Genau, ne? Richtig, genau. Da ist also der Wellendichtring musste getauscht werden, hat einfach aufgegeben. Aber ansonsten hat der Motor tatsächlich nichts gehabt bisher. Der lief da los. Der lief da los, genau. 5.000, 6.000 Kilometer, keine Ahnung, wie viele er jetzt schon. Der Carsten fährt eigentlich permanent mit dem Ding nur. Also er hat schon Tausende von Kilometern gesehen. Das Interessante dabei ist, dass Carsten das ganze Ding einfach immer noch ein bisschen weiterentwickelt hat. Erklär mir mal, was das hier für eine Anzeige ist. Ja, die AFR-Anzeige in Verbindung mit der Lambda-Sonne gibt dir einfach eine gewisse Sicherheit, dass dir die Karre nicht irgendwann wegklemmt. Und du merkst es vorher nicht. Und da hast du eine gewisse Sicherheit. Du hast es ständig im Blick. Ja. Das war auch der Grund, weswegen ich durch den Wellendichtring keinen Motorschaden hatte. Ich habe es frühzeitig gesehen, habe die Karre ausgekuppelt, habe den Motor ausgeschaltet, aussauen lassen. Ja. Alles wunderbar. Wellendichtring gewechselt, kein Schaden, kein nichts, alles gut. Für euch vielleicht zur Erklärung, hier sind gewisse Dioden. Die sind grün, die sind gelb und die sind rot. Kannst du mal anmachen? Ja, mach mal an, genau. So. Und du siehst als Fahrer sofort, also es springt dir wirklich ins Auge, wenn du hier in den roten Bereich gehst. Ja, das könnt ihr das also gut sehen. Wenn du hier in den roten Bereich gehst, dann stimmt irgendwas nicht. Ne? Und das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Dafür musst du aber im Auspuff eine entsprechende Bohrung vorsehen. Genau, und ja, gut, bei jedem Auspuff machbar, klar. Ja, genau. Das hat der Jürgen jetzt hier bei diesem Auspuff auch gemacht. Richtig. Der Jürgen hat dir jetzt einen Auspuff gefertigt, speziell für dich. Ganz genau. Erzähl mir was zu dem Auspuff. Was habt ihr euch da ausgetüttelt? Naja, also den Auspuff grundsätzlich gab es natürlich schon, aber der Reiz an dem Auspuff ist natürlich, dass eine Resotüte, aber mit der Besonderheit, dass eine Indämmung. Das heißt, du verzichtest auf Leistung. Ja. Der Jürgen sagt 8 bis 10%.
Aufgrund des verminderten Volumens. Vermindertes Volumen, genau, richtig. Aber wird natürlich bedeutend leiser, die ganze Geschichte. Ja. Und, ne, also ist nicht so laut. Das habe ich eben gemerkt, als du sie angemacht hast, habe ich gedacht. Also jetzt ohne Blödsinn, sowohl mit dieser Tüte als auch mit dem Dämpfer. Der Dämpfer ist von Knalldämpfer, ne? Genau. Grüße gehen raus. Knalldämpfer macht wirklich tolle Dämpfer. Das hört sich wirklich an wie ein... wie eine etwas lautere Box. Also du hörst eigentlich fast mehr die Membranansaugung fletschen, als dass du den Auspuff hörst. Genau. Ne? Aber den hat er dir so gebaut, wie du ihn haben wolltest. Ja, genau. Also der Hintergrund dafür ist eigentlich, dass ich, der hat mir die Box, die Auspuffanlagen beschrieben. Ja. Ja, und diese Reso-Anlage mit Dämmung hat den Vorteil, du hast weniger Lautstärke, hat den Nachteil, du verzichtest auf Leistung. Aber wir reden im Bereich bei einer Kiste und Katrinium 40 PS und du verzichtest auf 8 bis 10% Leistung. Aber wenn wir jetzt mal von 10% ausgehen, heißt das, dass du auf 4% verzichtest. Das heißt, wir wissen jetzt noch nicht so ganz, wo er liegt, aber gehen wir mal davon aus, dass der irgendwo zwischen 38 und 40 PS liegt, hättest du auf 4 PS verzichtet. Das heißt, er hätte dann 40 PS. Also das heißt, wenn das auf 41, 42, 43 PS... Ja, genau. Ich meine, gut, da reden wir jetzt drüber, scheiß auf die 4 PS hinten raus, wenn das Ding 40 PS wirft. Ganz genau. Aber wenn du 45, 46 PS hast, dann reden wir darüber, dass du vielleicht 50 PS hättest. Also, ist schon sehr krank, aber sehr geil. Was hast du noch gemacht? Also noch gemacht ist optisch einiges zu übertrieben. Aber wir haben eine andere Cockpit-Verkleidung, die alte, von der alten PX mit dem kleinen Drehzahlmesser und dann schönes Motor-Gadget, Drehzahlinstrument. Drehzahl ist halt wichtiger als Geschwindigkeit. Vorne auf jeden Fall. Ja. Und das in Erinnerung. Passt du das so rein in die alte? Das passt 1 zu 1 rein. Nichts verändert. Also bei der alten Abdeckung geht das, genau. Das heißt, du hast dir das Drehzahlsignal vom Motor geholt oder vom Licht hast ja LED. Also du musstest dir das Drehzahlsignal vom Motor holen. Richtig, das heißt, du hast einen Anschluss wahrscheinlich am Zündkabel direkt. Richtig, ne? Am Zündkabel, genau. Gut, dann hast du... Licht, das Geschwindigkeitssignal holst du dir auch digital? Digital von der, vom Magnetschalter und Magnetkontakt in der Bremsscheibe. Der greift auf die fünf Imbusschrauben. Imbusschrauben zu, ganz genau. Musst du das hier programmieren oder? Ja, du kannst es vollständig programmieren, alles frei. Ja, genau, musst du einstellen einmal, den Radumfang, dann gleichst du das vielleicht mit dem Handy ab, GPS-Signal und da hast du ganz schnell raus. Ne? Du kannst dir halt einstellen, plus 10% oder genau die Geschwindigkeit, die anzeigen soll. Wo liegt das preislich? Ist relativ teuer. Ja, ist Moto Gadget. Moto Gadget ist halt gute Qualität und war mir die Sache aber wert. Ne? Ja. Aber da liegen wir so bei 200, 300, 400 Euro oder wo? Ja, 400 Euro. Ja. 400 bis knapp 400 Euro. Sieht schon sehr stylisch aus. Ist halt schön. Ne? Sieht schon sehr stylisch aus, muss man einfach sagen. Also Abdeckung. Dann hast du den Tacho, dann hast du hier die Anzeige, kombiniert mit dem Spiegel, was ich sehr geil finde, weil es liegt halt direkt im Auge des Fahrers. Ne? Ist es, genau. Weitere Änderungen habe ich gerade schon angesprochen. Die Sitzbank hatte ich ja schon von Scooter & Service, der Sitzbanktank. Aber die entscheidende Änderung ist, die habe ich kurz nachdem der Motor fertig war, dann schon gemerkt, dass man Beschleunigen doch mit glattem Leder oder Kunstleder nicht so gut zu sitzen kommt. Das heißt, du rutscht. Man rutscht. Das ist hier eine raue Beschichtung, das ist genau richtig. Zusätzlich hat man noch einen leichten Bügel, da passiert nichts. Da bleibst du auf dem Ding sitzen. Und du hast viel gepulvert, ne? Also du hast viele Teile, ist viel, Chrom ist viel weggegangen, bis auf minimale Sachen. Der Rest ist schwarz gepulvert. Ja, ist halt ein Design mal auch ein Grund, natürlich den in den Auspuff zu nehmen. Ja. So eine Resi-Anlage ist natürlich einfach viel schöner als eine Box. So toll die Box ist, die ist auch wirklich super gewesen, war super zufrieden mit. Der entscheidende kleine Kick fehlte und deswegen habe ich die Box gebaut. Ja, also der sieht jetzt, muss man einfach sagen, wir hatten ja auch das Vergnügen, dass wir zusammen auf der Custom Show standen. Ich finde ihn jetzt wirklich perfekt. Also deine Kiste ist für mich jetzt in allen Belangen wirklich optisch und technisch wirklich sehr, sehr, sehr gelungen. Ja, dann sollen wir jetzt mal die Kiste anschmeißen und gucken wir mal, was wird. Also 38 PS hat man mit der Resi Box schon. Also eine 4 müsste vorne stehen. 4 wäre schön, das reicht. Ja, eine 4. Gut, ich gebe mal einen Tipp ab. Ich schätze mal, dass wir so 40 bis 41 PS haben. Wenn, wie gesagt, diese 10%, die uns da fehlen an der Innendämmung, dann hätte ich vielleicht gesagt 42 oder so. Aber wenn uns da wirklich 10% flöten gehen, dann kommen wir vielleicht so gerade an die 40 PS. Wir gucken mal einfach, wo wir uns hinstellen. Wir machen auch gleich mehrere Läufe. Das mache ich immer deshalb zur Erklärung. Erstmal ein bisschen Temperatur reinfahren. Wir fahren den jetzt erstmal in aller Ruhe warm, dann kriegen wir ein bisschen Temperatur. Aber wenn du dann in die Last gehst, dann soll der richtig schon Temperatur ziehen und dann können wir den zweiten und den dritten Gang oder den zweiten und dritten Lauf hinterher schieben und dann sehen wir, ob wir großartige Unterschiede haben oder nicht. Wenn die Leistung gleich bleibt und nicht nach hinten raus explodiert, dann kann man davon ausgehen, dass die Bedüsung stimmt.
Dann werden wir noch den vierten Gang mal fahren, um mal gucken, wie die Leistung sich hinten raus produziert. Wenn auch da der dritte und der vierte Gang leistungsmäßig sehr eng zusammenliegen, bedeutet das, dass die Bedüsung sowohl im dritten als auch im vierten Gang auch stimmig und passend ist. Und dann zum Schluss machen wir noch eine Ganganschlussmessung und dann gucken wir mal, wie das Ding so abgeht. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich auch. Und ich würde sagen, legen wir los. So, nach der ganzen Quatscherei werden wir jetzt mal sehen, wo hier der Hase im Pfeffer liegt. Ihr seid jetzt live dabei. Wir fahren sie jetzt erst ein bisschen warm und dann geht's in die Vollen. Also, gespannt, gespannt. So, erster Schuss, jetzt geht's los. Nachdem wir nur 43 PS haben, wollen wir mal eine Ganganschlussmessung machen. Und du kannst gleich, wenn du filmst, mal so die Geschwindigkeit versuchen rauf zu kriegen aufs Bild. Ich werde aber dann irgendwann aus dem Gas gehen. Wahrscheinlich wird der Drehzahlmesser auch irgendwann hier nicht mehr mitmachen. Aber so die 180, 190 sollten schon drin sein, oder? Was glaubst du? Ja, ne? Gut. Also, Ganganschlussmessung, geben wir mal Gas. Yeah.
mich am Arsch. Also jetzt haben wir tatsächlich 43,4 PS und über 40 Newtonmeter. Da müssen wir mal drüber reden. Ich zeige euch jetzt mal die Kurve. Ich bin noch ganz geflasht. Wann haben wir den Motor gebaut, Carsten? Letztes Jahr. Letzten Jahres. Vorletzten Jahres, 2020. Sicher? Winter 2020, ja. Ja, auf jeden Fall ist im Winter. Also der Motor ist jetzt 2 Jahre alt und der läuft ununterbrochen bei Carsten und hat jetzt den Auspuff getauscht. Wir hatten mit der Resi-Box, ich hole euch jetzt gleich mal die, ich gucke jetzt mal eben nach der anderen Kurve. So, ich habe jetzt mal die Kurven geladen von unserem ersten Schuss mit der Resi-Box, die wir hatten, und das aktuelle Setup. Jetzt kommst du mal ein Stück mit. So, jetzt können wir uns das hier mal angucken. Das Schwarze ist die Box, die ist natürlich hier im unteren Bereich gleichmäßiger. Aber was mich bei dir eigentlich verwundert, ist, dass die Resi-Anlage hier so viel stärker ist und hier einen ganz, ganz kleinen Einbruch hat. Das sind, lass mich mal gucken, 24,8 zu 23,6. Also hier zwischen liegen nur 1,2 PS. Ja. 1,2 PS zwischen Box und einer Reso-Anlage, und zwar mit bestimmtem Durchmesser von, was mag das sein, 13, 14 Zentimeter, ne? Durchmesser-Ofenrohr, richtig. Durchmesser-Ofenrohr. Also diese 1,5 PS merkst du da nicht mehr. Also im Grunde kann man sagen, dass dieser Auspuff fast agiert wie eine Box, weil das ist ja, du hast ja keinen wirklichen Vor-Reso-Bereich. Das Ding, das steht ja vor Kraft. Wir haben eben mal geguckt, wir haben bei 4000 Umdrehungen haben wir 28 Newtonmeter bei 4000 Umdrehungen. So, und dann geht das Ding hoch und piekt in der Spitze bei 43,4. Ja, wir haben Newtonmetermäßig, hat das Ding extrem draufgelegt. Also da sind es fast 6 Newtonmeter und tatsächlich 5 PS. Ja, aber das Ding wird. Du bist ja jetzt schon auf der Straße gefahren, oder? Genau, richtig. Also das muss ich doch fahren wie am Gummiband gezogen. Das fährt sich tatsächlich bis zur Spitzenleistung wie eine Box, fast wie eine Box, nur geiler halt. Weil der, du hast natürlich mehr Effekt dann, ab wenn du auf 7000 gehst, also 7,5, dann geht der. Aber kannst du dich dann überhaupt auf dem Ding noch halten? Ich sag mal, wenn du jetzt wirklich reinbeißt und da reden wir über so bei 5. Bei 5 beißt die ja richtig zu. Ja, dann musst du stärker zupacken. Wenn die beißt, musst du packen, ganz einfach. Steigst du, also rutschst du da hinten? Nein. Das aber ist die auch, wird das vorne ist, leicht, ne? Nein, auch nicht so, die ist ja tiefer gelegt, aber das ist auch der Grund für neuen Sitzbankbezug. Der glatte, da war nicht mit zu fahren. Das ging nicht. Ja, erster Gang Vollgas kannst du dir wahrscheinlich komplett klemmen, ne? Das mache ich eh nicht. Okay. Ja, Leute, was soll ich sagen? Also wir haben den Motor gebaut vor 2 Jahren. Zur Saison 21 war er dann fertig. Carsten hat jetzt einiges an Tausenden von Kilometern abgespult. Wir haben jetzt nur den Auspuff geändert. Das Ding ist bedüst. Wir haben sogar einen Lambda-Messer, der hat die ganze Zeit auch gut performt. Also das Ding ist im dritten, im vierten, kann ich euch auch noch mal zeigen. Das ist auch ganz interessant zu sehen. Ich hole jetzt mal den vierten Gang noch dazu. So, dann machen wir die Box mal weg. So. Und da kann man eigentlich sehen, dass der von der Bedüsung her wirklich top steht, weil der im dritten und im vierten Gang die gleiche Leistung wirft. Ne? Und wir da wunderbar bis 170, 180 rausdrehen können, was keinen Sinn macht. Aber von der Fahrphysik würde ich sagen, du kannst die 150, 160 locker fahren, ohne dass der Wind dir irgendwas ab kann. Weil du hast, und das muss man sich mal vorstellen, bei 9000 Umdrehungen hast du immer noch 30 Newtonmeter. Das ist unfassbar. Und bei 10.000 sind das vielleicht, ich guck mal gerade, warte mal. Ja, du hast bei 10.100 Umdrehungen hast du noch 22 Newtonmeter. Boah. Leck mich am Arsch. Das Ding ist krank. Das ist wirklich krank. Übel. Also, ja. Grandios. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß an dem Video, wie ich gerade auf dem Prüfstand. Schön, dass du da warst. Danke, dass du mir das Ding nochmal auf den Prüfstand gestellt hast. Sehr gerne. Der Porsche baut kranke Sachen. Ihr seht es ja selber. Das ist ein innengedämmter Auspuff, eine innengedämmte Resi-Box, die sich tatsächlich, eine Resi-Renntüte, die sich fast wie eine Resi-Box fährt. Was der Mann da macht, ist mir echt fraglich, aber er macht richtig geiles Zeug. Jürgen, Grüße von hier nach da. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst gerne ein Abo da und den ein oder anderen wohlwollenden Kommentar. Und wenn er rausgeht, fallt nicht in den Schnee und bleibt hässlich. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.